Natürlich die Goldmedaille in Salt Lake City, das ist das, was natürlich dafür nimmt man ja an Olympischen Spielen teil, um eine Medaille zu gewinnen. Und wenn es dann Gold wird, auch noch in einem sehr dramatischen Wettkampf, wo einfach alles drin war mit Spannung bis zum Schluss und mit dem guten Ende für uns, dann ist das natürlich was ganz Tolles, was ganz Emotionales. Aber wenn man mal vom rein sportlichen weggeht, war das Eindrucksvollste, war eigentlich das Großschanzenspringen in Nagano, weil es einfach so unschlagbar gut war von der Stadionatmosphäre. Das war einfach Wahnsinn, die Stimmung im Stadion, die Lautstärke im Stadion, das war wirklich extrem und das ist mir nach den vielen Jahren immer noch, da kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich dran denke.